Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Far Cry 3. Wir haben ja hier in der letzten Folge die Kommunikationszentrale bzw. das Kommunikationszentrum von Hoyt aufs Korn genommen. Hier ist eine SD-Karte, die nehme ich sehr gerne. Haben wir aufs Korn genommen. Dafür bin ich gemacht. 14 von 20 haben wir gefunden, das ist gut. Dann könnten wir das hier theoretisch noch schnell machen. Das ist ja auch hier ungefähr um die Ecke. Den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiten. Sieh dir die Aufträge an der Aushangkarte. Danke. Wo fahre ich jetzt ein bisschen lang? Ich fahre nach links. Dann die erste wieder links und dann eigentlich bin ich schon fast wieder da. Okay. So. Schwarzes Gold ist mittlerweile unsere nächste Mission. Ich kenne schwarzes Gold allerdings nur unter dem Namen Öl. Also ich könnte mir da jetzt nichts anderes unter vorstellen, als wenn diese Mission irgendetwas mit Öl zu tun hätte. Aber wir werden es ja in Kürze erfahren, was diese Mission eigentlich bedeutet. Ich nehme aber den Parachute beziehungsweise Wingsuit und dann den Parachute. Ich hoffe, der öffnet sich hier nicht. Nein, das ist gut. Dann gehe ich hier oben zu der höher gelegenen Position. Okay, so viel höher ist sie jetzt auch nicht. Da ist ein Tiger. Und ein Hai. Aber der Hai kann nicht wirklich viel machen. Leider. Okay. Was hat denn das Ding für eine Reichweite? So komplett gar nichts oder was? Ah, jetzt aber. So, dann sind sie jetzt schon mal ein bisschen abgelenkt. Dann kann ich mich da um den da oben kümmern. Oh, der Tiger ist tot. Hat sich echt sehr gelohnt. Da hinten ist noch einer. Oh shit. Ich hätte da erstmal den Alarm ausmachen sollen. Dann snipe ich halt die weg. So, geschafft. Dann haben wir das halt mit der Sniper gemacht. Kriegen halt nur 100, 500. Was? Was? Unentdeckt? Echt? Krass. Okay, geil. Doch 1500 Punkte. Ja, das freut mich doch. So, einmal kurz aufrüsten. Ach Quatsch, brauche ich ja gar nicht. Ich bin ja komplett voll, ne? Tatsächlich. Ja, cool. So. Skillpunkte. Ich habe, glaube ich, da ein paar Fähigkeiten. 5 an der Zahl. Was nehme ich denn mal? Was ist das? Körperpanzer gekauft. Dann kann ich das erst machen. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich um 100% schneller. Okay, dann kaufe ich mir halt jetzt Körperpanzer. Die anderen dann auch. Das ist bei Spezielles. Konsumartikel. Körperpanzer. Aha. So, dann haben wir jetzt eine Schutzweste. Aber ich skille jetzt dann erstmal hier komplett alles voll, so wie es geht. Bände sucht Todaufträge. Okay. Die und die. Gesucht Todaufträge könnte man theoretisch dann auch noch machen. Übergabeaufträge und halt Körperpanzer. Und was ist hier?
Relikte. Fünf Relikte. Okay. Ach komm. Mache ich das mal. Am Ende kriegen wir sowieso alles geskillt. Deswegen alles gut. So, die ersten 5 Minuten schon wieder komplett verplempert. Sam, da muss ich hin. Wo ist er denn? Ach, da. So, guten Tag. Dein Handwerkszeug? Partykram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Onkel Sam. Ich verstehe. Ja. Einer der Gründungsväter, glaube ich. Das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Da breiten wir etwas festliche Stimmung. Ich finde tatsächlich, die Missionen mit Sam sind meistens die geilsten. Ab für den Öldepots. Ich gebe dir mit den MG Deckung. Genau deswegen. Ach, wie geil. Blitzkrieg! Oh, zerstöre die 4 Schlüsselbereiche. Was? Ich dachte, der wollte mir Deckung geben. Oha! Bruce, ich dachte, du wolltest mir Deckung geben. Okay, dann regle ich das halt so. Da ist der Alarm. Die könnte ich theoretisch wegschreddern. Dann da zum Alarm rüberlaufen. Wo aber kein Knopf ist. Ach man, das ist doch jetzt kacke. Da ist ein Knopf. Dann betätige ich den doch mal. Und tschüss. So, komm Simon, ich lasse jetzt auch noch ein bisschen was übrig. Ich hol dich dann mal ab. Ich habe keine Ahnung von dieser Mission. Ich habe keine Lust, dass der gleich schon wieder verreckt. Weil das ging mir dann gerade doch ein bisschen zu schnell. Aber irgendwie muss man ja was machen. So, ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen. Und jetzt muss ich irgendwie meine Mission... Zerstöre die 4 Schlüsselbereiche. Hallo, okay. Da so vielleicht. Boah, wie viel hält der aus? Da weiß ich nicht, wie viel Munition. Danke. Hey, ich habe den Alarm rausgestellt. Verstehe ich nicht. Ah. Okay.
Na komm, steig ein. Ich werde so sterben, wenn ich nicht aufpasse. Wo ist der Eingang? Ey! Hat. Ach so, wow, okay. Toll. Ja, okay, dann halt nicht. Okay, dann halt nicht. Danke. Boah, ey. Meine Güte. So, jetzt aber. Ja, dann ab ins Auto und weiter geht's. Nein. Na komm. Da hinten. Na komm. Sam, nicht sterben. Achso, der regeneriert sich mit der Zeit wieder. Das ist gut. Wo ist das? Ach, da hinten. Okay. Das letzte der Lager. Endlich. Na komm. Nein, das machst du nicht. Steck doch ein. Hallo. Boah. Na los und tschüss. Niemals. Was für eins? Wir sind fertig. Hä? Warum? Ich dachte, wir sind fertig. Ach so. So, jetzt darf ich meine Runde. Ratatatatatatat. Okay. Rat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 . Na komm. Da. Da. Da kommt noch einer. Oder? Hä? Ach so. Ein Heli? Ah. Boah, Sam, wie lange brauchst du? Ich hoffe es doch. Okay. Ich versuch's. Oh shit. Oh shit. Oh shit.
So. Geronimo! Oh, nice. Der Sieg ist unser. Geschafft. America, fuck yeah. Jetzt noch das Sahnehäubchen. Und heute beim Pokern alle machen. Lass mich nicht hängen. Na, triff mich an Holz Stützpunkt. Nice. Schwarzes Gold. Erfolg. So, ja schön. Dann den Funkturm mache ich noch. Dann habe ich nämlich diese Insel hier komplett aufgedeckt. Munition geht immer fit. Sonst noch was, was ich hier noch nicht habe? Nein, okay. Oder, stopp. Körperpanzer kaufen. Wir wissen ja wozu, ne? Konsumartikel, Körperpanzer, jawoll. Null verfügbar. Okay, dann tatsächlich. Herstellung. Medizin. Endorphinschub. Einer geht schon. Hier. Genau. Und Medizin ein bisschen. Okay, das war's. Schön. 500 Meter. Da oben befindet sich der Funkturm. Haben wir heute wieder mal ein bisschen was erlebt. Wie gesagt, ich finde die Mission von Sam sind halt einfach echt wirklich die besten. Weil man da ordentlich was in die Luft jagen kann. Bei keinem anderen ist das bis jetzt so, wo man so ordentlich alles zerstört. Also das macht wirklich, wirklich Laune. Und was wirklich, wirklich Laune machen wird, ist Far Cry 5. Das sieht so bombastisch geil aus. Ich habe mir da jetzt die letzten Tage die ganzen Trailer mal nochmal angeguckt und die ganzen spielinternen Sachen. Ich bin sowas von gehypt auf dieses Spiel. Das ist unfassbar. Far Cry ist generell so eine Reihe, die des Todes geil ist. Far Cry, ich habe bis jetzt alle Teile zu Hause, bis auf Far Cry Primal. Also 1, 2, 3 und 4 natürlich. Ja. Also Far Cry hat mich echt gepackt. Far Cry 2 habe ich durchgesuchtet, Far Cry 3 habe ich durchgesuchtet, Far Cry 4 habe ich ein paar Mal schon durchgesuchtet. Also, ne? Far Cry ist wirklich so ein Spiel, so ein Ubisoft-internes Spiel, was echt geil gemacht wurde. Genauso wie Assassin's Creed. Das ist auch bombastisch. So, aber nicht lange geschwafelt. Wir müssen hier den Funkturm machen. Irgendwie versuchen hochzukommen. Ja. Ist hier irgendwo eine Leiter? Ich komme hier nicht hoch. Hallo? Hä? Was zur Hölle? Hallo, ich will hier hoch. Ah, okay. Ja, das fällt mir dann doch sehr früh ein. Schön. So, alles klar, dann würde ich aber sagen, machen wir den Funkturm doch lieber in der nächsten Folge. Ich gucke gerade auf die Zeit und die ist schon wieder rum. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst Bescheid, liken, abonnieren, Glocke drücken und nichts mehr verpassen. Und ansonsten würde das
von mir schon wieder gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.